Ja, ich stehe jetzt hier bei Burgau, habe mich hier mit ein paar Kumpels zum Wandern verabredet. Momentan sieht das Wetter zwar scheiße aus, aber soll eigentlich regenfrei bleiben heute. Lassen wir uns überraschen, was hier wird. Konnte schlecht schlafen, deswegen bin ich hier schon der Erste heute. Ich war schon um 4 oder 5 Uhr war ich schon munter. War dann um 6 Uhr beim Bäcker gewesen. Und noch ein leckerer Ei mitgebracht. Jetzt habe ich ja noch auf dem Parkplatz ein bisschen gedöst. Und noch schnell einen Cash gesucht. Der war hier hinten, hinter dem Stein versteckt. Und MDR Sachsen. Heute Kostlich, Großhörsdorf und Wilsdorf. Das Sachsenradio. Jetzt ist 10:45. Also durften die Kumpels jeden Moment einrücken hier und scheint nicht mehr zu regnen. Jetzt hat gerade aufgehört, wie es eigentlich. Schauen wir mal. Weiße Entscheidung. Aha.
Leben mit Bäumen. Schlafplatz hier gefunden. Mit diesem Cache möchten wir euch mal in die nähere Umgebung von Elstra führen. Auf dem Landwirtschaftsweg bis zum Cache könnt ihr an vielen Stellen auch eine schöne Aussicht genießen und einen Blick auf die Landschaft werfen. Am Cache angekommen seht ihr ein großes Hopfenfeld. Wir denken, die Männer wissen, was man aus Hopfen macht. Für alle anderen, die sich nicht auskennen, könnt ihr unten nochmal alles nachlesen. Und jetzt Happy Hunting und Prost! Eigentlich führen mich die Koordinaten hierher. Ich habe auch die anderen Stützen hier schon mal abgesucht. Am ehesten wäre das als Versteck geeignet, wurde gestern zuletzt gefunden. Also könnte natürlich auch heute schon weg sein, dass ihn einer mitgenommen hat, aber keine Ahnung. Ich habe hier noch diesen Grenzpunkt gefunden, aber das scheint ein echter Grenzpunkt zu sein. Ist zwar locker, haben wahrscheinlich schon hunderte Kescher drin gezogen und gewackelt, aber ich fest verankert trotzdem noch. Das wird er wohl nicht sein, ja. Echt ist auch keine. Okay, soweit zum Hopfen. Lassen wir die Dose links liegen und trinken dann lieber noch ein Bier. Das ist genug. So, angekommen in Bischofswerda. Die Cartridge habe ich mir schon geladen. Aschenbrödel, neues Spiel. Hallo Aschenbrödel, schön, dass du da bist. Im Gutshof ist es gerade sehr hektisch. Im Gutshof ist es gerade sehr hektisch, weil die Vorbereitungen für den königlichen Besuch stattfinden. Bitte hilf mir, sonst gibt es wieder Ärger mit der Stiefmutter. Zur Sicherheit wird dein Spielstand in regelmäßigen Abständen gespeichert. So, Gutshof. Draht 56 Meter. Müssen wir erstmal hinlaufen. Ich bin vorher öfters mal lang gefahren. Da standen meistens ein paar Sprüche dran, die ihnen auch ein bisschen zu denken geben.
Kasperle und die Stiefmutter und Dora. Kann man streicheln. Der König kommt bald. Los, mach sauber. Aufgaben, kehre den Furchtboden. In Arbeit. Okay, ich erspare mir jetzt mal hier die Anjagen weiterzuführen und auszuweiden. Ich komme dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen langweiliger im Video rüber. Jedenfalls wurde ich hier mehrfach zwischen der Stelle und dem Markt hin und her geschickt. Und dann ging ich noch durch den Park und an dem See vorbei. Musste ich mal ein Besen in die Hand nehmen, am Anfang gleich hier. Oder du musstest dahin und dahin laufen. Und anhand der Locations hat er dann das Meer schon wieder. Hineinschauen. Bischofswerda ist nicht so schlimm wie Dresden. Hier gibt es im Zentrumsnähe noch mehrere kostenlose Parkplätze. Auf 24 verlegte Kutsche.
hatten damals schon digitale Anzeigen hier. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn. Die Armbrust über der Schulter. Aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball. Aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr. Gibt es mir auch einen kostenlosen Parkplatz, den wo ich stehe. Jetzt komme ich hier über den. Könnte ich mir schon fast vorstellen, hier gibt es noch mehr. Jetzt hat sich Aschenputtel in der Scheune versteckt. Der Prinz kam derweil auf den Hof und hat die Schuhe, den Schuh anprobiert bei den Mädels. Und in der Scheune habe ich die dritte Haselnuss geknackt. Da kam Bratkleid raus. Das habe ich angezogen. Jetzt bin ich draußen, habe den Prinz getroffen, der Schuh passt. Und jetzt zeige ich dem noch was. Nämlich den alten Wehrturm. Do 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 do